Hallo Freunde des Maroon-Charms, willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Was habe ich heute für euch? Heute geht's ins Wasserwerk. Wasserwerk immer interessant, viel Rohrgedöns und das wollen wir uns jetzt mal zusammen angucken. Wenn ihr Spaß und Lust habt, bleibt bei mir und dann drehen wir jetzt die Runde gemeinsam. Bis später. Die Wasseraufbereitung ist ein wichtiger Schritt im Kraftwerksbetrieb, um das Wasser für den Prozesskreislauf zu reinigen. Das Wasser wurde aus den umliegenden Tagebauen und aus dem Südufer zugeführt. Anschließend durchlief es die Wasseraufbereitungsanlagen, die in zweifacher Ausführung mit jeweils 4 Rundklärbecken angeordnet waren. In den Absetzbecken wurde das Wasser zur Ruhe gebracht, sodass sich die Feststoffe am Boden absetzen und das gereinigte Wasser oben abfließen konnte. Dieses wurde schließlich zum südlich gelegenen Kraftwerk geleitet, um dort als Kühl- und Kesselwasser im Kraftwerksprozess eingesetzt zu werden. Darüber hinaus wurde gereinigtes Wasser in der benachbarten Fischzucht zugeführt. Die Gebäude und Anlagen der Wasseraufbereitung sind heute noch erhalten und vermitteln eindrucksvoll die Dimensionen der ehemaligen Anlage und der Wassermengen, die sie durchliefen. Sie befinden sich in einem vernachlässigten Zustand und sind dem Verfall ausgesetzt.
So Freunde, das war der Rundgang durch die beiden Wasserwerke. Werke 1 und 2 sind ja fast identisch, aber das eine ist ein bisschen mehr kaputt als das andere. Das eine ist ein bisschen mehr verrostet als das andere, aber ist auf jeden Fall herrlich anzugucken. Ne? Wenn euch das genauso gefallen hat wie mir, lasst mir ein Like da, gerne auch wieder Kommentare und Anregungen unter dem Video. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, seid ihr natürlich immer auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. In diesem Sinne, bis später. Ciao.